Ja. Ah! Was? Das sind Vierlinge? Was ist hier los? Ist das eine Art Kult vielleicht? Ziehen die sich alle so an? Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist, heißt Kuchira oder der Wal. Angeblich meinte der Kommandant, haben wir Ton? Dass die russischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht, ich glaube, wir haben Ton, für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Ist gut, dass wir Ton haben. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier. Okay, gleich geht's los. Oh Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren hin? Präsidentin Myers meinte ich natürlich. Ich meine, man muss das Amt doch respektieren. Wie dem auch sei. Okay. Oh, geht weiter. Ja. Super. Ja, wunderbar. Wir haben Bild, wir haben Ton. Dies ist eine weitere Folge Cyberpunk 2077. Hier oben liegt was. Warum habe ich kein... Warte mal. Ah, da. Okay. Wie sammle ich jetzt nochmal Sachen ein? Warte mal. Ganz vergessen. Aha, nehmen. Gut. Pack mal die Waffe weg, verdammt. Danke. Hey. Ja, ja. Kommt die Musik her. Was zur Hölle? Haben Sie dir ins Hirn? Na egal. Oh, hier war ich scheinbar schon. Okay. Interessant. Ja, ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich war ein bisschen beschäftigt mit der Umschulung. Darum habe ich jede Menge auf Vorrat aufgenommen und dann bei den letzten paar Folgen nicht gemerkt, dass kein Systemton da war, was eher ungünstig ist, weil das waren sehr langweilige Folgen dann. Und aus genau dem Grund habe ich die letzte dieser Folgen auch am letzten Montag nicht ausgestrahlt, weil ich dachte mir, ich mache die scheiß Prüfung, damit ich das scheiß Zertifikat kriege. Und wenn ich damit durch bin, gratuliert mir. Denn das ist jetzt, dann nehme ich neue Folgen auf. Weil ich habe 2 Tage Zeit, bis die nächste Umschulung anfängt. Okay. Ist er uns nicht eben entgegengekommen? Ziemlich eilig. Ah! Was? Das sind Vierlinge? Was ist hier los? Ist das eine Art Kult vielleicht? Ziehen die sich alle so an? Ich hätte gerne einen Passanten, der nicht so aussieht. Damit ich weiß, dass das Spiel... Ah, okay. Gut, die beiden sehen nicht so aus. Aber da ist noch einer. Was zur Hölle? Da! Noch einer! 2! Und da hinten ist noch was? Ich meine, dass die Passanten sich wiederholen. Das ist mir schon aufgefallen, aber dass das in dem Ausmaß passiert, war mir so nicht bewusst.
Meine Güte, und die dicken Leute? Was ist hier los? Ich glaube, die haben in der Zwischenzeit am Spiel getweakt. Oh. Ich will da rein, das ist eine Disco. Okay. Okay, vielleicht sollten wir erstmal einen Plan entwickeln, was wir hier überhaupt machen wollen. Wir sollen uns bei Meredith Stout melden. Das machen wir doch mal. Meredith Stout. Oh, ich habe Post von Victor Vector. Bei mir im Schrank setzen sie ihn und Stab, bla 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 bla. Okay. Und Jackie Wells. Wo bleibst du? Bewege deinen Arsch her, Essay. Dex wartet auf uns, okay. Dexter. Mr. V, ich wollte nur daran erinnern, dass meine geschätzten Mails zum Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Euro-Dollar hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass sie nicht von ihnen ausnehmen. Wie Maelstrom das gerne macht. Danke für die Info. Coach Fred sagt mir, wo ich Leute verkloppen kann für Geld. Und Regina Jones hat ein Tiger-Problem. Und wir haben also hier... Oh, Flathead. Viel Glück, du wirst es brauchen. Okay. Gut, gut. Also, aber wir wollten ja eigentlich Meredith Stout anrufen. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache. Was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay. Schon habe ich eine gelbe Linie, die mir sagt, wo ich hin soll. Meter ist jetzt nicht so weit weg. Das laufen wir mal. Gott, oh Gott, oh Gott, das sind noch mehr von denen. Da ist schon wieder der eine, der rennt. Da ist noch einer. Da sind noch zwei auf der anderen Straßenseite. Das A! Ah! Sie waren die gleichen Leute. Da vorne läuft noch einer. Meine Güte. Was zur Hölle ist hier los? So viele, die behindern sich gegenseitig hier. Okay. Warte mal, da wollte ich nicht hin. Ich wollte... Jetzt laufe ich diesen Leuten hinterher. Hey, hau ab. Ah, 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 ah. Meter komme ich da nicht hier irgendwie durch? Hier nicht irgendwie rüberklettern oder so? Geht das nicht schneller? Toll. Da komme ich nicht hoch jetzt. Doch, da komme ich hoch. Da ist nämlich eine Leiter.
Hier runter, okay. Sehr nice. So ein bisschen Parcours macht sich bezahlt, wie es aussieht. Okay. Wie gesagt, das ist auch ziemlich genau das, was ich immer gemacht habe, als ich noch in der Stadt gewohnt habe. Ich habe einen Kompass mitgenommen und dann geguckt, wo ist, wo ich hin will. Und dann habe ich versucht, möglichst Luftlinie zu laufen. Ich vermute, das warst du am Apparat. Das sind meistens Häuser am Weg. Ja? Ich habe einen an. Autschen. Denkst du, kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Hab Schutzengel mit 50er Kalibergewehren direkt zwischen deine Augen gerichtet. Wenn du mich nicht gehen lässt, können deine Handlanger dich zusammenflicken. Er lügt. Noch so ein Versuch und es sind 2 Millionen Volt, klar? Geht nachsehen, sofort. Es ist geile Frisur. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Gilchrist sagt mir nichts. Ist das der elende Dreckshaufen da? Ist wahr, kenn sich nicht. Allerdings habe ich früher selbst Konvois überfallen. Kenne die üblichen Verdächtigen. Kann dir sicher helfen, den Informanten zu finden. Aber mein jetziges Wissen wird dir in der Hinsicht nicht viel bringen. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Okay. Lass mich sofort gehen, sonst... Okay. Den könnt ihr loslassen. Will wissen, was er zu sagen hat. Ich könnte dir mit den Sicherheitslücken deiner Konvois helfen, damit so ein Fiasko nicht nochmal passiert. Kein Interesse. Also, was willst du? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Okay. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Wird sie, oder? Okay. Triff dich mit Jackie. Okay, treffen wir uns mit Jackie. Bam, bam, bam. Broken. Aha. Schauen wir mal, wo Jackie ist.
Okay, die Leute glitschen nicht mehr scheinbar. Nee, das sind alles drei verschiedene. Interessant. Okay, den haben wir schon mal gesehen, aber was soll's. Versuchen wir es zu ignorieren. Was ist das für einer hier? Moin! Was? Hä? Du stehst im Zement. Oh yeah. Was ist hier los? Maelstrom, Mord mit bedingtem Vorsatz, Urheberrechtsverletzung und Übergriff. Warte mal, wir nehmen mal unser Schleichgewehr. Ah, mit der Schleicherei. Verdammt! Vom Urheberrechtsverletzer! Okay. Immerhin haben wir den Mörder ausgeschaltet, obwohl die anderen beiden... Naja gut, das war Notwehr. Ich gebe es zu. Guck, wo er mich abgespeichert hat. Ich denke mal direkt, nachdem Meredith Stout weggefahren ist. Wir gucken mal, ob es nicht einen direkteren Weg gibt, um... Ja. Oh, warte, da ist ein Auto. Warum nehmen wir das nicht? Das ist meins. Hat er mir hier hingestellt, weil ich neu geladen habe. Sehr nett von ihm. Achso, ich muss jetzt hier rum. Oh, sorry. Ja. Okay. Oh Gott. Das Autofahren hier ist irgendwie ein bisschen haarig. Oh, sorry, da muss ich mich einmischen. Okay.
mir nicht sicher, ob ich dieses Video nicht ab 18 machen müsste. Oder hier vielleicht ein bisschen Blur reinmachen, nachträglich. Erb. Hey! Ja, war doch hier, ne? Ja. Okay. Ja, schickes Motorrad. Lass hören, was du rausgeholt hast. Ist das eine Arch? Verdammt, eine echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle vom Dorset-Shop benutzt. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab ist ein bisschen Product Placement, weil das Motorrad gibt es wohl wirklich. Du solltest den Auspuff austauschen. Echt? Warum? Der schnurrt so schön, da stehen die Chicas drauf. Das Schnurren warnt jeden in meilenweiter Entfernung, dass du kommst. Ich würde doch mit der Einspritzung spielen, neue Karte hochladen und Isolierband draufkleben, bis du genug Eddies zusammen hast, um den Auspuff zu modden. Aha. Okay, Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Ist mir ehrlich egal, ob Jackie schon lange wartet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Dem Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Fixern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besucher. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünplätze. Oh ja, wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Thank you.
Aha, aha. Okay. Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Okay. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Auf Sofa. Setzen. Okay. Erstmal alles einsammeln. Bist du taub, verdammt? Ja, ja. Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, Jack, wenn du keine... Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Besser? Jetzt können wir reden. Hier ist er, der Flathead, Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Ja, Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für einen Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa?
komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ich gebe dir den Chip, du mir den Bot. Ganz easy. Ohne Komplikationen. Sieh sich einer diesen verdammten Pfadfinder an! Kennst den Club-Codex wohl auswendig, was? Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat. Also ist er nicht tot. Hab die Ratte! Du bist tot! Den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Hab alles. Bot und Steuerung. Okay, ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie wir wollten, aber. Jetzt lassen Sie verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Aber ich hatte noch nie die Option, den körperlich zu überwältigen, weil ich noch nie so viel in Stärke hier gelegt habe in dem Spiel. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Aber mit dem Entkommen von hier, das machen wir am besten beim nächsten Mal. Like, subscribe, bla, macht alles, was man so macht mit Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Cyberpunk 2077. Bis dann.